Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge sind wir mit Gaston zu dieser Wunderhöhle, wie es oben steht, gekommen und heute werden wir sie betreten. Okay. Oh nein, ich glaube, ich ahne, wo drauf das. Oh nein. Ich habe nämlich durch Zufall was gesehen. Da war eine Anleitung, wie ich diese Batterien machen kann. Und die haben die jetzt gerade groß reingezeigt. Bitte sagt mir nicht, dass ich noch eine machen muss, weil da brauche ich unheimlich viele von diesen Zitteraalen von. Und die kriege ich ja nur bei diesen lilan, bei diesen orangenen Blubberblasen und das dauert unheimlich lange. Willkommen in meiner Wunderhöhle, Gameplayerin. Dieser Ort sieht unglaublich aus. Vielen Dank. Ich habe mich bemüht, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Hast du das alles selbst gemacht? Ja, das habe ich. Obwohl es der ursprünglichen Wunderhöhle aus meiner Vergangenheit nachempfunden ist, gibt es hier sehr viele Unterschiede. Wie du sicher siehst, konnte ich die innere Struktur anpassen. Am wichtigsten ist, dass ich die lächerlichen Beschränkungen, was berührt werden darf und was nicht, abgeschafft habe. Damit ich Gaston einen Schatz mitbringen kann? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum du das willst. Der Zweck meiner Höhle ist es, das Juwel der Zeit zu schützen. Welche Art von Schutzmaßnahmen hast du eingerichtet? Oh, nichts, was diejenigen mit einem scharfen Verstand stören sollte. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Ah, Gameplayerin, ich nahm an, dass dein intellektuelles Niveau eine solche Hilfestellung erfordern würde. Die magischen Strukturen in der Höhle drehen sich alle um die Zerstreuung von Licht. Um den Bereich herum können Spiegel angebracht werden, um das Licht umzulenken und auszurichten. Darüber hinaus gibt es einige Geräte, die, wenn sie mit Energie versorgt werden, Licht aus neuen Quellen erzeugen. Okay, ich denke, ich kann damit arbeiten. Ausgezeichnet. Ich bleibe jederzeit kommunikationsbereit, falls du weitere Hilfe benötigst. Denke daran, du wirst das Juwel der Zeit in den tiefsten Tiefen der Höhle finden. Ja, kannst du mir auch erklären, was ich eigentlich machen soll? Finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Das ist toll. So komplett ohne Anhaltspunkt ist das immer toll, Tore zu öffnen. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass der Inhaltspunkt war, dass das Ganze mit Energie betrieben ist. Ich mache ja erstmal die Wege frei. Oh, anscheinend müssen wir die doch nicht machen. Bitte sagt mir, dass wir die nicht machen müssen. Weil hier liegt nämlich einer. Oh, da hinten ist auch noch ein Schatz. So, da hinten ist noch ein Hebel. Frage ist natürlich, denkt man mal, dass ich da durch die Tür durch muss? Hier machen wir uns aber mal kurz den Weg noch frei. Beziehungsweise können wir das ja auch in einen hier mal eben wegmachen. So. Aha, was haben wir da? Kleiner Haufen Reichtum. Oh, wie cool. Das ist cool. Dann kann ich auch was machen. Ich denke, Aladdin wird wahrscheinlich auch bald kommen. Also bald. Das Kapitel ist ja jetzt schon was länger draußen hier, beziehungsweise das DLC. Und ach so, da muss ich dann noch mal. Okay. Was passiert denn dann? Ach so, nur einmal den Hebel ziehen, dann ist die Tür offen. Okay, es war zumindest kein schwieriges Rätsel. Vielen Dank, Disney. Ich liebe einfache Rätsel. Also, das tue ich wirklich. Das finde ich gut so, dass ich jetzt nicht hier stundenlang am Überlegen bin, was ich hier machen soll.
Optional frage Jafar nach Hinweisen. Ja, das sollten wir vielleicht machen. Gucken wir uns erstmal eben an, was wir hier machen können. Kann man da ran? Oh, ihr Schweine. Ihr habt mir hier eine Truhe hingestellt und man kommt da nicht ran, oder was? Hallo, da ist was rausgekommen? Anscheinend. Kann aber nichts sehen. Na gut. Die Dinger kann ich nicht zufällig abbauen, oder? Schade. Hätte ja klappen können. Moment, da geht's weiter. Aber wir müssen dahin, oder? Achso, hier kann ich runtergehen. Hier fehlt auf jeden Fall noch eine Batterie. Da tut sich nichts, weil ja die Batterie fehlt. Ja, das ist klar. Und die Batterie müssen wir dann wahrscheinlich irgendwo hier hinten finden. Okay, ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. gut. Wir gucken jetzt erstmal. Hier hinten kann man nämlich noch was holen. Doch, die steht direkt vor dir. Einfach nur wegmachen. Ah. Okay. Ein mittelgroßer Haufen Reichtum. Wir kriegen jetzt hier nur die Haufen Reichtümer, oder was? Okay. Kann man da interagieren? Ah ja, okay. Kann man. Das heißt, ich denke mal, wir müssen den Fluss wohl so weit anstellen, sage ich mal. Die Frage ist, wo kommt das? Das ist eigentlich egal, oder? Wenn das dadurch geht. Aber ich denke mal, am einfachsten ist, wenn wir das nach innen machen. Können wir das überhaupt? Ja, oder so rum. Das müsst ihr. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch da reingeht. Müssen wir mal ausprobieren. Wenn ich denn rausgefunden habe, wo ich überhaupt drücken muss. Und den noch gerade stellen. Ach so, ich muss gar nicht drücken. Ah, okay. Okay, okay. 75% aufgeladen. Muss ich jetzt hier warten? Oder ist das egal? Muss der 100% aufgeladen sein? Ich bin mir nicht sicher. Aktiviere die erste und zweite Lichtschranke. Ich gehe erstmal nach drüben. Vielleicht kann ich das hier rausnehmen, wenn ich drüben, ich nehme mal an, auch nochmal ein Rätsel gemacht habe. Ich muss mal eben. Nebenbei nochmal meinen Bio-Kaffee trinken. So. Was haben wir denn hier? Aufheben. Keine Ahnung, was das ist. Ein Spiegel. Okay. Ein Spiegel. Das heißt, den müsste ich wahrscheinlich dann da reinmachen, oder? Nee, der ist schon drin. Ich mache mir hier erstmal einen Weg frei. So, hier ist noch ein Hebel. Der macht den Spiegel nach links. Hätte ich da jetzt erst was reintun müssen? Aber das ist doch ein normaler Spiegel, ne? Der ist jetzt nicht zerbrochen oder so. Da ist doch auch ein Spiegel drin. Ach so. Ah. Aber warum sollte ich den Spiegel dann mitnehmen? Das verstehe ich nicht. Der Spiegel ist umgestellt. Der Spiegel ist umgestellt. Ach, weil hier einer fehlt. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier schon mal das erste. Also links, das haben wir schon mal durch. Ja, und rechts würde ich gerne machen, aber das ist noch nicht aufgeladen. Ist immer noch nicht aufgeladen. Ich glaube, wir fragen mal wirklich bei Jafar nach. Ich dachte, ich könnte jetzt hier besonders einen auf besonders clever machen. Ich meine, ihr wisst ja, dass ich so nicht bin, ne? Nein, besonders clever bin ich schon, aber ich sag mal, es kommt immer auf das Rätsel an. Wo ist er denn jetzt? Hier vorne, ne? Also, die Frage ist jetzt, warum kann ich das nicht nehmen? Warum kann ich es nur lesen, ne?
Jafar, ich stecke fest. Kannst du mir helfen? Nun gut, wie kann ich behilflich sein? Erzähl mir von dem Raum auf der rechten Seite. Der Statuenkopf auf der rechten Seite hat seine Energiequelle verloren. Benutze die Ladestation im Raum, um eine voll aufgeladene Energiespule zu erhalten. Außerdem kannst du mit den Reglern auf den Bodenfliesen den Energiefluss zu allen Anschlüssen der Ladestation lenken. Gibt es sonst noch etwas? Nee, das hat mir nämlich auch nicht geholfen. Ja, schön. Ich meine, den linken, da brauche ich ja jetzt gar nicht mehr nachzufragen, weil den haben wir ja schon fertig. Das Problem ist halt der rechte Raum. Ich bin davon ausgegangen, dass der eventuell ein bisschen Zeit braucht. War hier? Nee, hier war kein Hebel mehr, ne? Nee, Moment. Hä? Ach so, der ist gar... Ach so. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt ist er 100%, ne? Ja, okay. Ich dachte, hier wäre alles auf dem Boden blau. Nee, muss ich vorne einsetzen. Ja, dann ist klar. Also es war kein schweres Rätsel, aber das habe ich jetzt tatsächlich übersehen. So, geht das automatisch? Ja, weil ich hatte es ja schon umgestellt. Dann hinein in die Tiefe und in die Dunkelheit. Hallo? So kann ich aber nicht aufnehmen. Ich hätte gerne ein bisschen Licht. Müssen wir jetzt hier endlos lange den Gang entlang laufen? Oh nein. Es sieht cool aus, aber es ist halt sehr dunkel. Ich sehe nicht allzu viel. Also ganz ehrlich, ich sehe vermutlich genauso wenig wie ihr. Heb es vom Sockel auf. Ach so, das ist das Juwel der Zeit. Verlasse die Wunderhöhle. Ja. Machen wir doch. Ich nehme mal an, dass da nur die normalen... Ach so, doch, da ist aber eine Truhe hinter. Ich wollte gerade sagen, dass da nur die normalen Sachen rauskommen, aber es geht nicht um die Sachen, die rauskommen, sondern es geht darum, dass hier eine Truhe steht. Die nehmen wir natürlich noch mit. Lass mich raten, jetzt haben wir einen richtig großen Haufen Schätze. Großer Haufen Reichtum. Ja, Reichtum war es nicht, Schätze, genau. Cool. Okay. Das ist dann die Abkürzung, nehme ich an. Gaston. Stimmt, die haben mir nichts mitgebracht. Nicht, dass ich das vorgehabt hätte. Gameplayerin, du bist zurück. Ja, Mission erfüllt. Du hast mir einen Schatz mitgebracht. Ausgezeichnet. Akzeptanz, ja, genau. Ich habe den besten Schatz mitgebracht. Akzeptanz. Soll das witzig sein? Ich weiß nicht, ich amüsiere mich ziemlich. Aber Kopf hoch, ich habe das Juwel der Zeit gefunden und kann bald die Insel der Ewigkeit retten. Ich nehme an, das sind gute Nachrichten. Was wirst du jetzt machen? Ah! Nun... Ohne Schatz muss ich etwas anderes tun, um die Bewunderung der Leute hier zu gewinnen. Sobald ich mit den Zeitrissen fertig bin, habe ich große Pläne für die Insel der Ewigkeit. Du kannst sogar das Landesinnere besuchen, wenn du willst. Ich werde es in Betracht ziehen, aber Gastonia wird immer die Attraktion sein, zu der alle kommen. Obwohl es ziemlich dürftig aussieht. Ich hatte große Pläne, bevor ich vom Täuschungszauberer abgelenkt wurde. Das ist es. Ich werde meine Pläne aufnehmen. Besuche mich später. Ich werde deine Hilfe für einige Projekte benötigen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, du solltest Kokosnuss LeFou haben. Ich brauche ihn nicht mehr. Es nicht mehr. Ah, oh, das ist aber nett. Ich werde ihn in Ehren halten, danke.
Du solltest ihn mit Respekt behandeln. Meine beeindruckende Handwerkskunst sollte bewundert werden. Mach dir keine Sorgen, Gaston. Du und Kokosnuss-Lifou werden hier ein neues Zuhause finden. Ich habe doch Geschenke verdient, in die Zukunft, oder? Ah, nicht alle auf einmal. Weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Also, erstmal nein, ich rede nicht mit dir. Zweitens, ich spiele auch auf gar keinen Fall mit dir, Merlin, weil du bist Level 3. So, drittens, Gaston scheint jetzt abgeschlossen zu sein. Ich habe jetzt mal schnell auf T gedrückt. Und ich muss mit Jafar sprechen. Was jetzt schade ist, ist nur... Ja gut, er hat gesagt, ich soll später nochmal mit ihm reden. Sonst kommen wir zu spät. Wir waren doch noch gar nicht hier in dem Haus drin, ne? Das wollte ich die ganze Zeit schon mal angucken. Oh ja, so in etwa stelle ich mir Gaston vor. Ich denke mal, unsere nächste Aufgabe mit ihm wird dann wohl sein, dass wir hier erstmal klar Schiff machen müssen, dass ein bisschen Ordentlichkeit, genau. Dass ein bisschen Ordnung hier reinkommt. Und vielleicht dann ja auch, dass wir draußen das Ding aufbauen können. Wer weiß. Wir gehen jetzt erstmal eben zu einem Hologramm-Dingsbumsstein. Und gucken mal, was Jafar jetzt noch möchte. Ah, du hast alle drei Juwelen der Zeit gefunden. Du hast lange genug gebraucht. Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Cleveres Wortspiel. Was? Willst du noch eine weitere Ewigkeit warten? Oh je, ist das eine Drohung? Nein, aber ein Dankeschön wäre nett. Mach dir keine Sorgen. Deine Belohnung wartet auf dich, wenn du die Zeitanomalie aus dem Palast entfernst und mich von diesem Ort befreist. Dein Weg durch die Wüste ist immer noch versperrt. Du musst dir einen Zugang verschaffen, indem du die Zeitanomalien entfernst, die das Grenzland in den Dünen blockieren. Nur dann wirst du mich befreien können. Sobald du den Palast erreicht hast, konzentriere die Magie deiner Sanduhr auf die Wunde der Zeit vor dem Palast. Oh, und beeil dich. Deine Belohnung wartet auf dich. Deine ewige Belohnung. Es hört sich irgendwie alles so danach an, als ob ich da eingesperrt werden soll. Aber die 10.000 haben wir wieder. Ich schalte das Grenzland in den funkelnden Dünen frei. Gehe ich mal stark von aus, dass die... Ja, habe ich mir... Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt so eine Gaston-Quest, wo wir das mit freischalten müssen, weil wir haben wir hier schon den Durchgang. Und wir haben ja hier sogar schon den Keller oder was das ist da gefunden. Aber trotzdem müssen wir das Grenzland ja auch nochmal frei. Eigentlich ist es ein Witz. Eigentlich ist es ein sehr schlechter Witz, bin ich ganz ehrlich. Wenn es so ist, wie ich es mir denke. So, jetzt nochmal zweimal gucken. Nicht, dass ich hier was Falsches mache, weil 10.000 sind halt nicht wenig. Oh, hallo. Ja, Merlin, wir wissen, was du uns sagen willst. Benutz einfach die scheiß Sanduhr. Das heißt, eigentlich benutze ich die ja. Ich weiß nicht, warum Merlin eigentlich immer vorbeikommt. Keine Ahnung, ich mache hier die ganze Arbeit. So, wir haben wieder was zum Umstellen. Oh nein. Haben wir noch ein zweites? Ja, da hinten ist noch ein Bäumchen. Da ist noch was. Das können wir auch direkt mal mitnehmen. Die habe ich eh schon gesammelt. So, wir müssen natürlich erstmal wieder fleißig einsammeln hier. Also Sand einsammeln. Hallo? Komme ich jetzt nicht vernünftig ran, oder? Paprikapulver, dankeschön. Dadurch kriegen wir nämlich auch wieder was. So. Ah, und wir haben noch eine Portstation. Sehr, sehr geil. Darum kümmern wir uns auch jetzt direkt. So, das sammeln wir noch ein. Das schalten wir natürlich frei. Sei gegrüßt, Nachbar. Wow. 10.000. Naja, gut, wie ich meine. Letztes Mal, als ich geguckt habe, hatten wir 17 Millionen. Also, insofern ist das nicht schlimm. Übrigens, hier ist tatsächlich ein Wasserfall. Also, wer bis dahin das schon freigeschaltet hat, der konnte hier, glaube ich, auch ein Bild machen, wo wir diese Fotoaufgabe hatten. Was haben wir denn hier? Nein, wieder was zu lesen. Es ist irgendwie schön, allein zu sein.
niemand zu viele Eier essen. Lars den Buch Händler in Ruhe. Ja, wir werden erstmal kurz die Dinger hier rübersetzen. Eigentlich müsste ich mir so ein eigenes Haus mitten in den Dünen oder so machen. Das Problem ist, ich muss da hinten noch ran. Ich mach's jetzt so. Ich mach den jetzt tatsächlich weg. Das ist... Einen kleinen haben wir aber noch gefunden, ne? Ja, es ist halt... Es ist halt blöd, wenn man keinen Platz für sowas hat. Und leider gibt es hier auch nirgendwo einen Ort, wo das richtig schön ist, wie ich finde. Ich meine, gut, im Dschungel könnte man vielleicht mal gucken, ob man dahin dann als erstes hingeht. Das wäre noch eine Option. Das stellen wir jetzt erstmal so hier vorne hin. Hier würde ich auch gerne mal wissen, was das ist, weil da halt so eine Kugel hängt. Ah, da oben ist auch noch was. Ja, meine ich doch. Das ist die Gegend von Gaston. Da haben wir die Sachen schon rausgeholt. Und hier oben dürfen wir nicht... Wieso dürfen wir hier oben nicht hin? Jetzt sag mir nicht, dass das da unten zu ist. Dann kriege ich hier aber die Krise. So, wir setzen die zwei Sachen auf jeden Fall erstmal noch nach vorne. So. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt... online mache, also wenn ihr dabei seid, und das kostet natürlich auch wieder Zeit und so. Aber wie gesagt, ich vergesse das ansonsten garantiert und dann habe ich die Sachen überall kreuz und quer irgendwo drin. Achso, das ist, weil hier unten ein bisschen... Kann man die noch hochsetzen hier? Ja. Ein bisschen versetzt sind, so. So... Iva, du kannst schon mal zu Gaston in die Richtung, genau. Wir machen das hier noch ein bisschen vom Sand frei. Weil, wie gesagt, wenn ich dann den PC ausmache, vielleicht kann es dann nochmal neu kommen. Das ist immer so eine Sache. Also manchmal kommt es relativ schnell neu, dann ist aber nicht so viel da. Und manchmal... warte ich tatsächlich einen realen ganzen Tag und es kommt fast gar nichts. Also das ist, manchmal ist es extrem. Oh Gott. Sage das nie laut, aber ich kann es aufschreiben. Ich vermiese Le Fou. Es ist schön, wen er mir sagt, dass ich der Beste bin. Das spricht man ja mal gleich aus. Oh Gott, das macht mich schon total bekloppt hier, ganz ehrlich. Nein, wieder rein. Ja, natürlich. Bevor ich jetzt das nächste mache, muss ich jetzt gleich wieder out of Ausdauer sein. So, wie viel haben wir denn jetzt wieder zurück? 1400, das ist nicht viel. Muss ich ja zugeben. Da unten kommen wir so nicht hin, ne? Das sind auch nur die Dinger. Das können wir noch machen. Aber dann ist es... Ach ja, ich hatte auch einen Denkfehler. Weil wir sind ja jetzt hier. Ich dachte, ich muss jetzt für jeden einzelnen Zugang muss ich jetzt die 10.000 ausgeben. Das ist natürlich Quatsch. Ich bezahle ja nicht den Zugang, ich bezahle ja die Ebene selber. Ah, das wäre richtig teuer gewesen, wenn man so vier Zugänge und jeweils 10.000. Oh Gott. Gegrüßt seist du König Gaston von Gastonia. Hier ist alles perfekt, besonders bei Le Fou. Soll ich ihn zu meinem Squire machen? Was ist denn ein Squire? Oder vielleicht ein Herzog? Meint der Sklaven? Zum Sklaven oder zum Herzog? Ich habe keine Ahnung.
Ich wollte eigentlich nur wissen, was jetzt hier auf der anderen Seite ist, aber irgendwie scheinen wir jetzt hier nur noch den Berg hochzugehen. Na gut, also viel war es jetzt nicht. Interagieren. Na endlich. Ich warte schon eine Ewigkeit. Endlich treffen wir uns leibhaftig. mein bester Freund. Keine plötzlichen Bewegungen. Oh, bitte. Nach all der Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben, vertraust du mir nicht? Hallo, du bist Jafar. Ich würde dir niemals vertrauen. Schade. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei einer weiteren Aufgabe helfen. Worum geht es? Es gibt etwas, das tief unter der Insel verborgen ist. Ein Relikt von unmesslicher Macht. Es heißt der Funke der Vorstellungskraft. Was ist das? Ich habe nur die Legenden gelesen, aber es heißt, dass es der erste Funke der Inspiration war, der die Schöpfung dieser Welt vorantrieb. Du meinst, es ist die Magie hinter dem Dreamlight Valley? Und der Insel der Ewigkeit. Die Dreamlight-Magie kann sehr wohl... Aua. Entschuldigung, aber ich bin hier gerade voll vors Brett geknallt. Scheiße. Die Dreamlight-Magie kann sehr wohl aus diesem einen alten Relikt stammen. Ach, lass mich raten, du willst, dass ich diesen Funken der Vorstellungskraft für dich hole. Sehr scharfsinnig, Gameplayerin. Nur jemand, der die Sanduhr besitzt, kann ihn erreichen. Ich fürchte, der Weg ist in der Zeit verloren. Nachdem du dich in der Wunderhöhle bewiesen hast, bin ich zuversichtlich, dass du deinen Weg finden wirst, ohne dich völlig zum Narren zu machen. Wofür genau brauchst du den Funken der Vorstellungskraft? Warum musst du so viele Fragen stellen? Du willst auf jeden Fall etwas Böses damit anstellen, nicht wahr? Oh, wenn du es unbedingt wissen willst, mit dem Funken der Vorstellungskraft würden sich Raum und Zeit meinem Wunsch beugen. Endlich könnte ich die Welt so gestalten, wie sie sein sollte, und mich an Aladdin rächen. Natürlich wird es für dich, meinen bescheidenen Diener, immer einen Platz an meiner Seite geben. Okay, jetzt helfe ich dir definitiv nicht weiter. Dann werde ich wohl alles selbst machen müssen. Gib mir die Sanduhr. Sie gehört rechtmäßig mir. Auf Wiedersehen. Meine Mannschaft ist da. Auf Wiedersehen. Meine Sanduhr. Wo sind die jetzt alle hin? Die können doch nicht einfach weglaufen. Leute. Aber jetzt, wo ich das so sehe, ja, kann man hier... ich kann mich ja gar nicht richtig bewegen. Also offenbar kann man die Bäume hier nicht wegmachen. Schade. Ich wollte jetzt die Bäume wegmachen, damit man da direkt durchgehen kann. Aber kann man offenbar nicht. Jafar ist verschwunden, aber du hast das Gefühl, dass er zurückkommen wird. Sprich mit Merlin. Sprich mit Merlin. Merlin, Merlin. Wo ist er? Merlin, altes Haus. Wo schleichst du wieder rum? Die ganze Zeit rennst du hinter mir her und dann bist du nicht da. Komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Eigentlich hier, ne? Moment, einmal hier hoch. Da ist er. Nein, ich will keinen Schach, wollte ich gerade sagen, spielen. Oh, oh, hallo. Sei gegrüßt, meine Liebe. Ewige Belohnung, genau. Gameplayerin, wie ich sehe, hast du es geschafft, den Riss in der Zeit um den Palast herum zu flicken. Ich befürchte, das bedeutet, dass Jafar frei ist. Nicht ganz. Ich glaube, er ist im Palast eingesperrt. Eingesperrt? Wie meinst du das?
Jafar hat versucht, mir die Sanduhr wegzunehmen, aber Rapunzel, Gaston und Yves hat das nicht gefallen. Yves hätte ihm beinahe eine Kostprobe ihrer Laserkanone gegeben. Jafar ist verschwunden. Ich vermute, dass er sich im Palast versteckt. Der ist so eine Art Festung für ihn. Aber davor sagte er, dass er hinter etwas her ist, das sich Funke der Vorstellungskraft nennt. Funke der Vorstellungskraft? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Jafar sagte, dass es irgendwo unter dieser Insel liegt und dass nur jemand mit der Sanduhr es finden kann. Oh, und er sagte auch, dass es ihm die Macht geben würde, Raum und Zeit zu kontrollieren. Die Kontrolle über Raum und Zeit? Dann haben wir keine andere Wahl. Wir müssen ihn aufhalten. Oh. Was auch immer dieser Funke der Vorstellungskraft ist, wir müssen ihn finden, bevor Jafar es tut. Vielleicht sollte so etwas verloren bleiben. Ja, ist nicht ganz unrichtig. Das Problem ist nur, wenn das natürlich nicht verloren bleibt. Oder anders gesagt, wenn wir es nicht holen, kann es weiterhin jemand anders holen. Und dann kann es natürlich in schlechte Hände gefallen. Stell dir vor, was ich tun könnte. Ja, interessiert mich nicht. Aber wo fangen wir an? Wo so viele gute Abenteuer beginnen? Mit einem Besuch in der Bibliothek. Ich muss etwas recherchieren. Das wird eine ganze Weile dauern. In der Zwischenzeit enthülle weiterhin die Geheimnisse der Insel der Ewigkeit und sorge dafür, dass es sich wieder nach einem Zuhause anfühlt. Ich frage mich, ob der Funke der Vorstellungskraft etwas mit der Magie der Reiche zu tun hat. Du solltest versuchen, dich in eines der Reiche zu begeben und deine Sanduhr zu benutzen, um dort zu suchen. Wer weiß, was du alles findest oder was du daraus machen könntest. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ich habe jetzt überhaupt nichts verstanden. Was für Reiche? Wo meint er jetzt genau, wo ich hin muss? Dagobert Duck hat noch mehr Tipps. Ach so, die sind jetzt dadurch. Ah, ich dachte, das hat jetzt was damit zu tun gehabt. Deswegen wollte ich das jetzt direkt danach machen. Wo sind jetzt die Aufgaben? Ach so, ja, die Aufgaben mit Jafar haben wir ja nicht mal, weil er ist ja abgehauen, so gesehen. Was ist denn hier mit... Ach so, den muss ich erstmal leveln. Yves muss ich auch noch leveln. Gut, das ist jetzt noch von der alten... Donald Duck ist auch noch vom alten Bereich, sage ich mal. Ja, Vanellope, keine Ahnung, was das ist. Die Kraft der Blumen würde ich eigentlich ganz gerne. 250, obwohl der hat 500. Oh, oh, und da kriegen wir... Oh. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich als nächstes Dagobert Duck. Ich verstehe jetzt nur nicht so genau, was er jetzt meinte mit dem Tal. Er hat jetzt nicht vom Land der Uralten gesprochen, oder? Reiche? Meint er das mit Reiche? Ich sollte mich da drin bewegen? Das Tal wäre dann ja das Normale. Was hat er jetzt genau gesagt? Scheiße, ich habe es jetzt gar nicht so richtig im Kopf. Ich muss mir echt die Aufnahme nochmal anhören, was er jetzt genau gesagt hat. Aber ich denke, dass wir sowieso noch mal auf ihn zurückkommen werden, wenn er da recherchiert hat. Also die Lagune müssen wir auf jeden Fall noch freischalten. Und unten den... Stimmt, die Lagune habe ich vergessen. Und unten den Aussichtspunkt. Das sind noch drei Dinge, die wir freischalten müssen. Gut, und Monster AG, das ist tatsächlich übrigens in den Reichen, so wie ich mir das schon vermutet hatte. Das werden wir auf jeden Fall machen, wenn wir hier mit der Story durch sind. Das heißt, hier brauche ich, glaube ich, 4.000 für. Da wahrscheinlich auch nochmal 4.000, weil das so klein ist. Und hier brauchte ich, glaube ich, 6.000 für. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch eine Menge, damit wir dann hier tatsächlich weiterkommen. Naja, so oder so, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich würde zwar gerne mit Rapunzel in der nächsten Folge weitermachen, aber ich muss jetzt ehrlich gesagt dringend wieder Sand besorgen. Deswegen gucke ich mal, was ich so offline noch besorgen kann, was ich noch finden kann. Und dann werde ich mich auf jeden Fall mal an die Aufgabe mit Dagobert ranwagen. Ich weiß nicht, was er schon wieder für mich hat. Lose Zahnräder und Schickimicki.
Ich befürchte, da muss ich wahrscheinlich irgendwas im Sand finden oder sowas. Hört sich zumindest so an. Ja, werden wir dann mal schauen. Ich denke, die Aufgabe könnte dann noch ein bisschen länger werden, dass wir eventuell eine andere dann noch vorziehen, dass wir die dazwischen ziehen. Aber wie gesagt, ich muss noch einiges wieder an Sand besorgen, weil ich habe jetzt nur noch 1600. Und ja, das ist nicht besonders viel. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.